Gesegnet sei der Name unseres Herrn, liebe Geschwister. Denn er sorgt sich für uns. Er hat für uns alles getan und hat uns jetzt das Wenige überlassen. Die einfachen Dinge. Das Schwierigste hat der Herr schon vollbracht. Das Werk der Rettung bezahlt hat er die Schuld mit seinem Leben, mit seiner Seele, mit seinem Blut und mit seinem Leib. Und nun sind wir sein Volk. Unser Ruhm ist beim Herrn. Wir sind nun im Kapitel 6. Wir hatten letzten Mittwoch gelesen, wir waren bis zu dem zweiten Siegel, der Herr einen nach dem anderen geöffnet hat. Und in jedem Siegel sagt der Seraphim, komm und sehe. Der zeigt ihm Ereignisse, die passieren werden. Viele von diesen haben schon angefangen zu geschehen, so wie die Kriege, die Krankheiten, die wir sehen. Das sind die Zeichen der letzten Tage. Die Wehen haben schon angefangen, aber das ganz Große wird, die Spitze wird dann die sieben Jahre vom Antichristen sein. Da ist die Zeit des Zorns, der Prüfung, denn da werden alle Menschen geprüft. In der Gemeinde von Philadelphia hat das gesagt. Aber all dies ist geschrieben, dass wir uns bewahren, dass wir wissen und es entgehen. Wir machen jetzt weiter. Wir sind jetzt im Vers 5. Und als er das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Muss das Wesen, das Seraphim ihm sagen, komm und sieh, konnte er von alleine nicht hingehen. Es ist gut, nicht von alleine irgendwas zu tun, liebe Geschwister, vor allem im Geistlichen. Und uns nicht selbst vorstellen, sondern der Herr soll uns den Menschen vorstellen. Wenn der Seraphim zu ihm nicht gesagt hätte, dann wäre er dort geblieben. Er sagte zu ihm, komm und sieh, was kommen wird. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hat eine Waage in seiner Hand. Hier will uns der Herr was lehren, was zeigen. Der Reiter auf dem schwarzen Pferd hat eine Waage. Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach. Vom Thron des Herrn kam diese Stimme, ein Maß Weizen für ein Denar. Ein Maß ist eine Handvoll für ein Denar. Ein Denar ist eine alte Währung, das entspricht ein Tageslohn. Was heißt das? Damit jemand in der Zeit des Antichristen, es wird Hunger geben, das sind Zeichen der letzten Tage, Hungernöte, Kriege, Unordnung. Das sind alle Zeichen der letzten Tage, dass die letzten Tage kommen, dass das Ende naht für die Menschheit. Der Zorn Gottes über den Menschen wird kommen, die Wahrheit und das Evangelium nicht geliebt haben. Das Ende ist da, sagt der Apostel Paulus.
Und die Hungernot wird ein großes Zeichen sein. Und 3 Maß Gerste, also 3 Handvoll Gerste für 1 Denar. Ein Tageslohn. Die Menschen werden den ganzen Tag arbeiten, damit sie eine Handvoll Weizen nehmen oder 3 Maß Gerste, um du kannst dir mal ein kleines Brötchen machen. Das kommt auf der Welt und über die Menschheit. Denn die Wahrheit ist, so eine Trauer ist nie gekommen und wird auch nie kommen, wenn der Heilige Geist, die Heilige Gemeinde entrückt wird. Dann beginnt der Anfang der großen Trübsal, Trübsal des Jakob. Und dieser Trübsal wird der Israel erretten. Denn da wird, es heißt Trübsal des Jakobs, weil da wieder das Alte Testament gelten wird. Das ist die Woche, die der Herr dem Volk Israel schuldet, dem fleischlichen Israel. Dem geistigen Israel hat er schon alles gemacht, dem schuldet er nichts. Er hat seinen Sohn gegeben. Alles hat er für uns gemacht. Aber den Israel nach dem Fleisch schuldet der Herr ihm diese Woche, diese 7 Jahre. Und das werden die Jahre sein, die schwierigsten Jahre, die die Menschheit je erlebt hat. Es wird nicht leicht sein hier. Denn es wird Hunger haben, sie werden arbeiten und sie werden nicht satt machen können. Es wird nicht dieser Überfluss vorhanden sein, wie wir heute haben. Wir sehen, die Erde wird immer mehr vergiftet, die Regen sind schon sauer, die Erde ist verunreinigt. Sie kann nicht mehr die Produktivität, sie kann nicht mehr so viel produzieren, wie es früher mal war, durch die ganzen chemischen Mittel. Was will die Erde machen? Die ist geschwächt. Und Europa jetzt, das soll sie aus den dritten Ländern, aus Marokko und China kommt, die Kartoffeln und die Zwiebel. Hier ist alles vergiftet und die Erde ist nicht mehr so erträglich. In einer Nacht wächst eine Gurke in Holland. Wenn du in so einem Ort in der Nähe von der Schwester ging, dann hörtest du, wie die Gurke gewachsen ist. Von klein wurde er auf einmal groß, mit chemischen Mitteln. Mit Doping. Es ist aber alles Gift. Und wie lang hält die Erde aus, dieses Gift, dieses chemische Düngemittel? Deswegen haben wir auch so viele Krankheiten. Die wollen alles verändern, aber was sollen sie daraus schaffen? Die wollen die Menschen auch noch klonen. Die machen schon Versuche mit Tieren. Und jetzt wollen sie auch Menschen klonen. Der Mensch versucht, seine Hand zu setzen, da wo der Schöpfer alles gemacht hat und vollkommen gemacht hat, in aller Weisheit. Sie versuchen jetzt Gott zu überholen, aber das ist kindisch, töricht. Wir sehen, dass dieses schwarze Pferd, das ist kein gutes Zeichen, das schwarze Pferd. Um etwas zum Essen zu finden, musst du sehr teuer zahlen. Wird es da Geld geben? Nein, es wird kein Geld geben. Er sagt, wie das sein wird, wie der Wert sein wird. Wir wollen nicht da bleiben. Die Menschen arbeiten einen Tag für eine Handvoll Weizen. Und für 3
Maß Gerste. Und dann sagt er noch, dann schreibt er noch, doch das Öl und den Wein schädige nicht. Vielleicht gibt es auch nicht mehr, diese zwei. Schädig ist nicht, denn es ist extrem wenig. Vielleicht werden die Bäume auch nicht mehr abgeben können. Das sind die Zeichen der letzten Tage. Im Matthäus-Evangelium sagt es der Herr. Und der hier, Matthäus 24. Schaut zu, dass euch keiner verführt, denn es werden viele kommen in meinem Namen. Ihr werdet Kriege hören und Gerüchte über Kriege, aber lasst euch nicht beirren, denn all das muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird eine Nation gegen Nation kämpfen. Und Königreich über Königreich. Und es werden Hungersnöte kommen, so wie wir es hier jetzt gelesen haben. In Lateinamerika zum Beispiel sehen wir jetzt schon, haben wir Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben oder Länder, die, wo man denkt, die sind eigentlich wirtschaftlich stark. In den USA gibt es sehr viele Obdachlose. Auch hier in Deutschland hat es viele Obdachlose, in ganz Europa. Die leben unter den Brücken. Sogar hier. Und Erdbeben werden geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Und deswegen steht es hier so. Die Menschheit wird in Knappheit kommen. Und die, die das Mahlzeichen bekommen, können die nicht kaufen und verkaufen. Bestimmt. Aber wenn es keine Weizen und keine Gerste, kein Mehl gibt, was sollen sie dann kaufen? Und was sollen sie verkaufen? Wisst ihr? Alles wird der Antichrist in seine Hände mit seinem System haben. Wie der Josef, der ganzes Ägypten gekauft hat für Pharao. Alle hatten Hunger und die gingen zu Josef. Und so wird es beim Antichristen sein. Die großen Geschäfte, Supermarkt ohne Barcode gibt es nichts. Mit Karten können wir zahlen, fertig. Die kleinen Geschäfte verschwinden. Die großen haben die verschluckt. Alles wird monopolisiert, alles wird in einem Zentrum versammelt, damit der Mensch nicht kaufen kann, das was er braucht, wenn er nicht das Mahl hat. Und das alles wird der Antichrist haben, diese ganzen Zentren der Macht. Und wer kann sich widersetzen? Der wird vernichten auch im Frieden. Die werden sagen, Freiheit und Ordnung, aber die gegen ihn sind, werden verschwinden. Und die werden sie nicht finden. Und keiner wird sich auch interessieren. Ja, die werden sagen, die Heretiker, geschieht ihnen recht, die nicht das Mahl annehmen. Das wird aber nicht die Gemeinde Christi sein. Der Herr wird nicht hier uns zulassen, dass uns der Antichrist jagt. Jetzt haben wir vielleicht leichte Trübsal. Wir werden gereinigt, wir werden gezüchtigt, damit wir nicht mit den anderen das Gleiche losziehen. Der Herr wird uns nicht in seinem Zorn lassen oder in der großen Trübsal, damit wir noch heiliger werden. Der sagt, ihr werdet heilig, wie euer Vater heilig ist. Und ohne die Heiligung sieht keiner den Herrn. Da muss nicht der Antichrist kommen, damit er uns jagt, damit wir heilig werden. Oder von der Guillotine kommen. Oder den Arenen, dass sie uns lustig machen über uns. Warum sollen wir nicht bereit sein, den Herrn zu treffen?
und zur Entrückung mit ihm. Ich will nicht dort bleiben, liebe Geschwister. Das wäre das Törichste in meinem Leben. Mein größter Fehler. Denn die, die zurückbleiben, die hätten ihren Glauben verraten. Damit du dich nicht entrückst, dann warst du in der Sünde. Und der Herr hat mich nicht bereit gefunden, wie ich sein sollte. Heilig, rein, ohne Runzel. Denn den will der Herr aufnehmen. So eine Gemeinde, so ein Volk. Nicht listige Menschen, verdorbene Menschen in der Sünde, fleischliche Christen. Wenn das Fleisch regiert, liebe Geschwister, dann ist es der Geist traurig. Und dann regiert das Fleisch. Aber genau das Gegenteil muss passieren. Der Heilige Geist soll führen, damit wir nach dem Geist leben. Aber das Schwierigste ist, dass wir auch wandeln nach dem Geist. Nicht nur leben im Geist, im Heiligen Geist, aber auch wandeln im Heiligen Geist. Geführt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird uns nie in die Hände des Antichristen führen. Er führt uns zum Herrn, in das Königreich, der Himmel. Und deswegen hat er den Fürbitter geschickt, der Herr, damit es unser Herz bearbeitet, unser ganzes Leben, damit die Führerschaft der Herr übernimmt. Es kommen schwierige Tage auf die Welt zu. Wir sehen jetzt, ja, wir haben alles im Überfluss. Aber ich sehe die Menschen, liebe Geschwister. Die kommen und kaufen ein in der Mitte der Woche. Und da findest du nichts mehr. Was glaubst du, was geschehen wird, wenn Hungersnot kommt? In Venezuela habe ich gehört, die bringen sich schon um, weil sie nichts zu essen haben. Und das machen die großen Länder, die starken Länder, damit sie ihre Regierung reinbringen und nicht die da führt. Damit das geschieht, was die wollen, die Großen. Und sie schicken den Menschen nicht die Nahrungsmittel, die sie brauchen. Denn auch die Banken sind zu, die haben kein Geld. Die Banken gehören nicht dem Volk. Die Banken gehören Menschen, die die Völker ausnutzen. Das ist eine große Ausnutzung. Sie geben dir ein... Du zahlst die Zinsen, du kaufst ein Haus und bis du alt bist, zahlst du es. Und wenn du ein großes Haus kaufst, dann zahlen auch noch deine Kinder und deine Enkelkinder. Das ist eine Ausnutzung. Und 7 steht, und als er das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimmen des vierten lebendigen Wesens sagen, nach der Reihe, komm und sieh. Und ich sah, kommt und sieh das nächste Pferd. Das symbolisiert Geschwindigkeit. Das war damals das Mittel, das Fortbewegungsmittel. Damals hatten die Menschen keine Autos, keine Traktoren. Wagen, haben sie gesagt, aber das Pferd zog oder der Ochse oder der Esel. Wir haben nicht die Mittel, die wir heute haben. Wir tun die Ingenieure, die tun 200 Pferdestärken in einen Motor rein. Und das waren damals die Fortbewegungsmittel. Und die Kriege führten sie auch mit Pferden. Das Land, welches Kavallerie hatte, die hatten immer Siege. Das war die Macht. Das war damals. Das Pferd symbolisiert die Schnelligkeit, die Fortbewegung. Und die Ereignisse werden hier schnell folgen. Und wir sehen ja schon, wie diese Ereignisse schon die Welt eingeholt haben und hörte Stimmen sagen, komm und sieh. Und ich sah sie
ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name ist der Tod. Ein fahles Pferd. So gelblich, eine komische Farbe. Und der darauf saß, hieß der Tod. Und das Totenreich folgt ihm. Und ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit Schwert, Hunger und mit Pest und mit den wilden Tieren der Erde. Viele Menschen werden sterben, liebe Geschwister, aus Hunger, Schwert, getötet werden sie, sie töten sich untereinander, so wie das rote Pferd, haben sich auch selbst umgebracht, diese Revolutionen. Wenn du Nachrichten hörst, dann ist hier eine Bombe. Der eine tötet die Frau, den Mann. Der andere geht rein und tötet 50 in der Bar. Das rote Pferd hat schon angefangen. Und das schwarze Pferd auch. Das sind die Ereignisse, die eintreten. Und aus der Farbe der Pferde verstehen wir, was daraus abgeleitet wird. Schwarz ist etwas Trauriges, die Trauer. Viele Menschen werden sterben vom Hunger. Heute sterben schon viele, aber das wird immer mehr. Denn die wenigen sammeln das Reichtum. Die starken Länder, von da wenige Menschen, und am Ende wird es einer sein. Der Antichrist wird alles nehmen und die Regierung und die Herrschaft übernehmen. Und da wird er den Menschen rufen und sagen, wenn ihr das Mahl annimmt, dann werde ich euch zum Essen geben, damit ihr nicht sterbt. Und der Mensch, liebe Geschwister, für seinen Bauch tut er viel. Der Mensch töten sogar, wenn er Hunger hat. Oder wenn er einen Pathos hat, der kann töten. Und das wird wachsen in der Welt, in der Menschheit. Es wird ja immer schlimmer, wenn wir das sehen. Das, was wir jetzt sehen, was hier geschieht, diese Überschwemmungen, so viel Wasser, so viel Regen. 3 Stunden hat es geregnet, das war ein Regen für einen Monat. Das kannten wir früher nicht. Nach Orten aber. Nicht überall, so wie bei der Zeit der Noe. Na, örtlich geschieht das. Wie viele von Blitze sind dieses Jahr getroffen? Das ist auch zum ersten Mal. Die haben Fußball gespielt und traf der Blitz ein. Sehr viel geschieht, was wir hören und sehen. Es sind die Zeichen der letzten Tage, Überschwemmungen. Ein Kollege heute sagte, er zeigt mir sein Dorf unter Gruppenbach, wie da Überschwemmung war. Das war Schlamm, Überschwemmung. Sie haben es sauber gemacht, dann regnete es, dann war wieder alles voll, alle Keller. Das ist aber der Anfang, das ist aber nicht das Ende. Aber wenn wir das alles sehen, wir müssen nach oben schauen, von da kommt die Errettung. Das sagte uns der Herr. Da saß der Tod und das Totenreich folgt ihm. Ist der Tod eine Person? Aber das geschieht bei jedem Menschen. Der Tod ist ein Ereignis. Der Mensch, sobald er geboren wird, dann ist auch der Tod vorprogrammiert. Aber der Herr hat den Tod besiegt, denn er sagte, ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Aber der Tod hat hier das Recht auf die Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben. Nicht das Wort Gottes. Wir haben vom zweiten Tod keine Angst zu haben. Der leibliche Tod ist sicher, ja.
Aber der zweite Tod, der geistliche, was der gefährlichste ist, das ist das Schlimmste. Das ist die Trennung des Menschen geistlich von Gott. Und sie kommen in da, wo der Teufel ist und seinen Engel. Die Trennung des Menschen von Gott, das ist der zweite Tod. Solange er hier lebt in diesem Leib, wir leben, wir wandeln in diesem Leib mit dem Herrn zusammen. Er regnet über guten und bösen Menschen, das ist ja der Herr. Der Mensch, der empfängt von Gott immer noch. Aber wenn die Seele, wenn der Geist vom Menschen geht, wo befindet sie sich dann? In der Trübsal, da wo der Reiche war? Oder befindet sich im Schoß vom Abraham? Oder zieht er sich ein weißes Gewand an und wartet auf die Auferstehung der Gerechten? Und wir Gläubige, wir wissen das. Solange wir mit dem Herrn da sind, wenn wir mit dem Herrn zusammen sind, werden wir immer mit ihm zusammen sein. In diesem Leben und in dem nächsten, im Ewigen. Wenn wir nicht bleiben, bis zum Schluss mit dem Herrn, dann werden wir auch verloren gehen. Das heißt nicht null, nichtig alles. Wir werden getrennt von Gott, vom Leben. Und wir kommen ins Ewige, in die ewige Verdammnis. Und das ist kein Märchen. Das ist der Ort der Trübsal. Schlimmer als das Totenreich. Ich will nicht mir vorstellen, dass ich mit den Dämonen, dem Teufel zusammen, die Ewigkeit verbringe. Denn diese Tage hier lebe ich mit dem Herrn. Und soll ich diesen ganzen Kampf verlieren? Eine so große Errettung, was der Herr gemacht hat in meinem Leben. Und damit ich am Ende mit dem Teufel und seinen Dämonen in der Ewigkeit verbringe. Das ist der traurigste Mensch. Wir wünschen das nicht, liebe Geschwister. Wir müssen vorsichtig sein in diesem Leben, sehr vorsichtig. Passen wir auf unser Herz auf, liebe Geschwister, die Gedanken, die wir haben und unseren Werdegang hier. Denn der Mensch, wenn er glaubt, dass er steht, da muss er aufpassen, dass er nicht fällt. Denn jeder Tag hat immer was Neues für uns. Es reicht die Last des Tages. Der Herr kümmert sich um morgen. Aber wir, liebe Geschwister, wenn der Tag anfängt, fangen wir mit dem Herrn an, fangen wir mit dem Gebet an, verlangen nach seinem Blut, dass er uns bedeckt und reinigt und seine Führung und uns bewahrt von schlechten Menschen. Denn die Menschen sind voll mit Bosheit, liebe Geschwister, und Listigkeit. Der Christ ist ein Schaf. Er will nicht das Böse irgendeines Menschen. Aber was? Er will mit anderen Frieden haben. Und das hat er uns zu uns überlassen. Er will, dass wir mit allen Frieden haben. Mit allen. Mit unseren Geschwistern hundertprozentig, sicher. Aber mit allen Menschen auch sollen wir Frieden haben. Wir sehen hier der Tod mit dem Totenreich, dem folgt. Die sterben, die gehen automatisch zum Totenreich ohne Jesus Christus. Die Gläubigen gehen nicht zum Totenreich. Und ihnen wurde Vollmacht gegeben über dem Viertel der Erde. So viele Menschen werden sterben. Da wird bestimmt ein Atomkrieg geschehen im Zeit des Antichristen. Wir haben so viele Atomsprengkörper und kleine Länder auch, nicht nur Amerika und Russland. Hier in dem Land, in dem wir leben, sind Basen mit Atomsprengstoffen. Russland hat tausende Atomsprengköpfe. Viel haben die im Arsenal. England, Frankreich,
Alle diese haben Atomsprengköpfe, Atomwaffen, auch Israel. Deswegen haben auch, fürchten es auch viele. So ein kleines Land, aber sie fürchten es, die Nachbarn. Und das werden die Menschen auch benutzen, diese Waffen. Wisst ihr wann? Auch wenn sie den Herrn kommen sehen, wenn sie sie gegen sie richten. Denn das ist das, was er denkt. Er denkt, er hat die Atomwaffe und kann alle Menschen zerstören. Der Geist aber, liebe Geschwister, ist nicht verletzbar durch Atomwaffen. Keine Kugel, nichts. Ich habe einmal einen Traum gesehen, schon seither. Sie haben mich gejagt. Und da hat einer geschossen auf mich. Und da war einer vor mir. Und der hat mich direkt auf die Brust geschossen. Aber ich sah, wie die Kugel kam. Sie kam durch. Ich war wie Plexiglas. Die ist durch und mir ist nichts passiert. Und als ich aufgestanden bin, was ist das schon wieder? Auch im Traum, dieser Kampf. Aber der hat zwar geschossen, Hinterhalt, aber ich bin nicht gestorben. Was bedeutet das, Bruder? Der Herr ist unser Hirte, Vater, liebe Geschwister. Er ist unser Wächter. Wenn wir den Herrn nicht hätten, hätte der Teufel uns schon längst verschlungen. Und wenn der Herr nicht mit uns wäre, die hätten uns lebendig verschluckt, sagt David. Lebendig. Lebendig verschluckt. Aber verschlungen. Aber wir haben unseren Herrn, der unsere Seelen bewahrt und über sie wacht. Und wir danken ihm dafür. Es wird ein Atomkrieg stattfinden und ein Viertel der Menschen werden sterben. Wir haben jetzt 6 Milliarden Menschen. Über 860 nach Christus. 1860 waren wir 1 Milliarde und jetzt sind wir schon auf 6 Milliarden. Extremes Wachstum der Bevölkerung. Wir sehen China und Indien, das ist die halbe Menschheit. Und Indonesien, die haben auch 380, 400 Millionen. Diese kleinen Inseln, wie leben die dort? Großes Wachstum. Die 1,5 Milliarden auf einmal sterben. Schrecklich. Und viele sagen, die werden diese Trübsal durchmachen, die Gemeinde. Aber was ist das für eine Offenbarung, denke ich mir. Die wollen unbedingt, dass die Gemeinde in der Trübsal ist. Aber die Braut wird ja sagen, komm, Herr. Oder was warten wir, dass wir sagen, ich habe jetzt alle meine Probleme gelöst, jetzt komm und hol mich? Nein. Der Herr wird die Pläne zerstören von vielen, der wird wie ein Dieb in der Nacht kommen. In der Täglichkeit wird er uns finden. Zwei werden im Acker sein, zwei in der Mühle, zwei im Bett. So wie wir jetzt sind. Auf einmal wird alles geschehen. Da, wo du es nicht erwartest, da kommt der Sohn Gottes. Wie der Dieb in der Nacht. Alle schlafen, keiner hört. Und die 10 Jungfrauen haben eingeschlafen. Man hörte die Stimme in der Mitternacht und sie sind wach geworden.
Vielleicht ist es ein Ereignis, ich weiß nicht, was das ist. Ja, das Problem ist bei den Törichten, die nichts gesammelt haben und die verlangten von den anderen Jungfrauen. Ohne Öl haben wir kein Licht. Auch mit dem Gefäß. Ohne Öl hast du kein Licht. Du wirst den Ruhm haben, du wirst dich rühmen, dass du ein Christ bist, aber du wirst tot sein. Nicht so, liebe Geschwister. Jesus Christus muss in uns leben und wir müssen ihn spüren, dass er in unserem Leben ist. Wenn du aufwachst, lieber Bruder, denkst du an den Herrn oder denkst du an was anderes? Das Erste, was ich sage, wenn ich aufstehe, sage ich Herr. Ich sage nicht Frau, nicht Kinder. Herr, sage ich. Oder Vater. Ich war in Griechenland und ich sagte immer Vater. Aber ich meine den himmlischen. Eine meiner Schwestern sagte, sag nicht Vater, sag Mutter. Verstehst du, was ich sage? Lass den Vater. Du musst meine Mutter sagen. Ich sage Vater, sage ich. Ich meine den himmlischen Vater, meine ich. Aber wo soll der Mensch verstehen? Oder mein Herr. Wir danken unserem Herrn, liebe Geschwister. Wenn der Herr in unserem Herzen ist und in unserem Gedanken soll er dann sein. Wenn er im Herz ist, in unseren Gedanken und aus der Überfluss des Herzens wird auch unser Mensch sprechen. Der ist unser Leben. Alle anderen Dinge werden vergehen. Die schwierigen Dinge sind noch nicht gekommen, die sind noch vor uns. Selig sind wir, dass wir in diesen Jahren leben, diesen Tagen. Der Herr gibt uns die Chance, dass wir uns vorbereiten. Unser Gefäß mit Öl füllen, immer beten, in der Gemeinde kommen von Anfang an, damit wir beten. Nicht 7:30, Viertel und dann vergeht die ganze Stunde für das Gebet. Das ist keine gute Gewohnheit. Ich mag diese Gewohnheit nicht bei mir. Und diese Gewohnheit gefällt mir nicht. Ich versuche immer genau zur Stunde zu sein. Denn alles, was wir machen, das ist zu unserem Nachteil. Jede Stunde, die wir verlieren, dann werden wir fehlerhaft sein. Warum? Warum sollen wir das haben? Warum sollen wir nicht mit dem Herzen mitmachen? Ist es nicht besser mit der Seele? Mit dem geistlichen Pathos für den Herrn? Für das Gebet, für das Werk des Herrn mit Pathos, das ist kein Fanatismus, das ist Liebe. Wenn die Menschen hören, dass wir uns sammeln 5-mal in der Woche, dann denken die, oh je, und ich sage, es ist wenig. Ein Sonntag, das ist noch weniger, das reicht nicht aus. Was glaubt ihr, reicht es aus? Das ist gefährlich. Ich sage es, liebe Geschwister, dass wir so oft kommen, wie wir können. Und das hat nichts mit Fanatismus zu tun. Null. Es geschieht uns Gutes. Das Fleisch wird geringer und der Geist wächst. Aber wenn wir genau das Gegenteil machen, dann wird das Fleisch wachsen. Das ist automatisch. Und der Geist geringer. Und die Waagschale geht mehr ins Weltliche, Wünsche, und dann gefällt uns nichts mehr. Wir sind rechts, links, wir sind eifersüchtig auf die Törichten, warum hat er das, das will ich auch haben. Und dann gefällt uns nicht mehr. Das Leben des Menschen ist nicht von dem, was er hat. Egal, was der Mensch hat, egal, ob er mehr hat, so viel gibt er mehr aus. Und je mehr er hat, umso mehr Sorgen hat er.
und mehr Ängste. Was geschieht, wenn ich hier weg bin? Wer übernimmt das, was ich hier alles aufgebaut habe? Wer, wer, wo? Das meiste nimmt der Papst und der und die Banken, die Kirchen. Die passen auf sie auf, setzen dann, kriegen auch die Ostie, sie unterschreiben, dass sie alles abgeben und das war's. Der Herr soll uns bewahren, liebe Geschwister. Wir vertrauen unserem Herrn und es ist gut, dass wir bis zum Schluss bei ihm bleiben. Denn es wird der Zeit kommen, wo wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Das sind die Ereignisse. Danach kommen natürlich mehr. Die Schwierigkeiten kommen noch. Und all dies lesen wir, hören wir, damit wir es entkommen. Damit wir uns noch mehr vorbereiten. Damit wir Gottesfurcht haben. Damit wir uns verbinden mit den Geschwistern. Und dass wir Eiferer guter Werke werden zur Ehre Gottes. Amen.